Wenn es länger nicht regnet, brauchen unsere heimischen Tiere Wasserstellen. Das wird immer wichtiger, denn auch 2020 scheint ein sehr trockenes Jahr zu werden. Artenschützer Christian Ehrlich will Reporterin Valentina Kurscheid heute zeigen, wie man solche Tränken ganz leicht selbst anlegen kann. Hallo Christian. Hallo. Du befüllst gerade die Wasserschale. Ja. Für wen? Also die Schalen, die hier am Boden stehen, sind so für Igel, Hermeline, kleine Nagetiere. Ich habe auch schon Frösche und Salamander da drin gesehen. Und da achtet man immer so ein bisschen drauf, dass die ein bisschen versteckt stehen, dass die in Ruhe nachts trinken können. Und Vögel gehen da jetzt nicht rein? Nee, Vögel brauchen erhöhte Wasserstellen, weil die so ein extremes Sicherheitsbedürfnis haben. Die müssen immer sehen können, ob von irgendwo ein Feind kommt, der sie vielleicht frisst. Also bei mir hier im Garten zum Beispiel nehmen die Vögel vor allem den Wasserfall da hinten. Da haben sie halt auch einen guten Blick und fließendes Wasser ist natürlich super. Christian kommen an warmen Tagen über 20 Vogelarten. Die künstliche Quelle wird aber auch von anderen Tieren genutzt, zum Beispiel Eichhörnchen. Und warum sollte man überhaupt solche Trinkmöglichkeiten aufstellen? Wasserstellen sollte man sowohl auf dem Balkon als auch im Garten aufstellen, weil die Sommer ja immer trockener werden. Und es sind sowieso so viele Tiere im Moment vom Aussterben bedroht. Und da kann man mit so einer kleinen Wasserschale ganz vielen einfach das Leben retten. Der Zoofachhandel und Gartenmärkte bieten inzwischen viele fertige Tränke an. Es gibt Modelle zum Aufhängen und solche auf Ständern. Diese hier soll jetzt frisch befüllt werden. Worauf muss ich denn achten, wenn ich so eine Wasserschale kaufe für Tiere? Also Gott sei Dank gibt es inzwischen ganz viele zu kaufen. Wichtig ist, die sollte ungefähr 2 bis 10 cm tief sein und man muss sie leicht reinigen können. Gerade jetzt, wenn es warm wird, wird das Wasser schnell schlecht und dann muss man einmal am Tag das Wasser wechseln und man muss halt die Schale wirklich sauber kriegen. Das ist absolut wichtig, denn sonst können die Vögel krank werden. Reinigen, Christian, nur mit Wasser und mit Tüchern oder auch irgendwelchen Scheuermitteln oder sowas? Nee, also ich würde die tatsächlich einfach trocken wischen, aber wirklich richtig trocken wischen, dass sie einmal ganz durchtrocknet. Außer man weiß, dass in der Nähe irgendwo Vögel sind, die krank waren. Dann kann man wirklich sein Corona-Desinfektionsmittel nehmen, einmal desinfizieren, danach mit Wasser durchwaschen und dann neues Wasser machen. Gesagt, getan. Es dauert nur 2 Minuten, dann haben die Vögel wieder frisches Wasser. Steine oder Äste sorgen dafür, dass die Tiere die Schale auch leicht wieder verlassen können. Jetzt wollen die beiden selbst 2 Tränken bauen. Also ich habe mich jetzt für diese Schale entschieden. Das ist ja einfach so ein Übertopf, ne? Genau, kostet nur 2-3 Euro und da können wir ganz tolle Tränke draus machen für Bodentiere. Dafür wird Kies benötigt. Ach Christian, ich weiß, du würdest mir ja gerne helfen. Ja, total, total. Aber nein, der Abstand, der Abstand. Der Kies und ein Stein sorgen dafür, dass die Tiere auch mit nassen Pfoten die Tränke sicher wieder verlassen können. Ein kleines Brett oder ein Stück Rinde bilden eine zusätzliche Ausstiegshilfe für Kröten, Frösche oder auch Igel. Nun zur 2. Tränke. Daraus machen wir jetzt eine Vogeltränke. Eine Vogeltränke und die würdest du aufhängen, genau. Aber da kann man doch keine Löcher reinmachen. Nee, dann wird sofort kaputt gehen. Deswegen knoten wir uns jetzt eine Aufhängung. Spätestens seit 50 Shades of Grey kann das ja jetzt jeder. Ne? Ist das so? Ja. Das sind ungefähr 10 Meter und die müssen wir jetzt in 4 gleich große Teile zerteilen. Die 4 Seile werden exakt nebeneinander gelegt, gefaltet und um einen Ring geknotet. So, daran hängt es dann hinterher am Baum. Jetzt kannst du es festhalten. Jetzt machen wir eine erste Reihe Knoten in der Höhe, wie es ungefähr hängen soll, also wo die obere Kante hinterher sein soll, also das hier. Mhm. Immer 2 nebeneinander liegende Seile werden miteinander verknotet. Etwa 10 cm darunter macht Christian eine 2. Reihe Knoten, bei der jeweils die Seilenden so verbunden werden, dass ein Netzmuster entsteht. Dann werden auch die äußeren Seile verknotet. Es entsteht ein Kreis. Und hier kommt hinterher die Schale rein. Damit sie nicht rausfällt, verknoten wir jetzt hier wieder die nebeneinander liegenden. Valentina ist gespannt. Das gehört ja eigentlich genau zu den Sachen, die ich hasse, ne? Diese Fummeleiarbeiten. Aber ist ja für einen guten Zweck. Das war der letzte. Dann legen wir das jetzt so auf den Tisch. Schön so auseinander.
man sieht, wo unten der Kreis ist. Dann kommt die Schale da rein. Und? Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Das ist ja total cool. Und so ein Seil kriegst du halt für 5, 6 Euro. Und du kannst es für jede Schale, die du hast, anpassen. Wenn du irgendwie eine Auflaufform hast, eine alte oder so einen Untersetzer. Und dann können wir es schon aufhängen. Super. Perfekte Vogelwasserstelle. Mit einem Karabiner oder einem Knoten kann die Schale an einem Ast befestigt werden. Wasser rein, fertig. Du hast es jetzt hier an einen Baum gehängt. Auf was muss ich denn achten eigentlich? Also gut ist, wenn die so 1 Meter oder 1,50 Meter vom Boden entfernt ist und die Vögel halt einen sehr guten Rundumblick haben. Sie können ja hier über die Büsche drüber gucken. Es funktioniert tatsächlich. Schon am nächsten Tag kommen die ersten Vögel und sogar ein Eichhörnchen. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Es gibt auch ein paar Vögel, wie zum Beispiel Spatzen, die baden viel lieber in trockenem Sand als in Wasser. Und dann packt man einfach so ein bisschen Aquariensand in so eine Schale, dann hat man für die auch das Richtige. Ja, es ist so schön, wie einfach man den Tieren helfen kann, ob im Garten oder auch auf dem Balkon.